Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den 199 Euro teuren MAC-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist mal eine Hausnummer, ne? Also das, tut schon weh. Und da muss jetzt gut was drin sein. Also, positiv ist schon mal ganz zu Anfang, dass wir hier 24 Produkte drin finden dürfen, also 24 Boxen auch drin haben, dass wir einen wiederverwendbaren Adventskalender dadurch haben, dass es ein Boxen-Adventskalender ist und das Design ist der Hammer. Also wirklich schön von außen dieses Silberne und wie gesagt, er ist wiederverwendbar und nicht nur das, wir haben hier auch ein Bäumchen in der Mitte. Ne, das ist ein Träumchen und dann würde ich sagen, dieser Adventskalender soll bitte raushauen. Wir starten verheißungsvoll mit der MAC Stack Mascara und die dürfte in einer Full Size jetzt auch daherkommen, was ich wundervoll finde. Ein ganz toller Start in den Adventskalender. Ja, wir haben hier 12 Milliliter drin. Ich habe die selber auch in Anwendung, kann euch das Bürstchen mal einblenden. Das ist so ein Gummibürstchen, was sehr, sehr pieksig aussieht und du kannst die Mascara halt auch wirklich derbe schichten, wenn du möchtest und ich mag sie tatsächlich sehr gerne. Also das ist jetzt keine Vavavoom Nabla Vigis Mascara, aber es ist eine sehr, sehr solide Mascara, die nicht die Wimpern verklebt oder so. Ich mag sie echt gerne und das ist ein ganz toller Start in den Adventskalender und in die Weihnachtszeit. Das sind übrigens keine wirklichen Boxen oder so, das kannst du nicht rausnehmen, das kannst du so aufklappen. Das finde ich auch sehr innovativ. Am 2. Dezember befindet sich etwas Glitzerndes, ein Lipgloss. Oha, in was für einer Farbe? Oh Baby, 301. Das dürfte auch dann nur Full Size sein, 3,1 Milliliter. Also ja, ich habe auf dem Produktbild, was online halt zu sehen war, schon das ein oder andere kleinere Produkt wahrgenommen. Aber ich glaube, wir werden hier überwiegend Full Size Produkte finden. Alles andere wäre auch ein bisschen blöd, würde ich sagen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, Powder Kiss Lip Liquid Lip Color, okay. Devoted to Chili ist hier die Farbbezeichnung und das ist ein Liquid Lipstick. Ich bin ja eigentlich kein Mega-Fan von Liquid Lipsticks, muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt ja den von Linda Hallberg auch schon in den letzten Adventskalender-Unboxing auch immer wieder getragen und das ist so eine gute Qualität. Ich denke, dass ich vielleicht dann doch nochmal den ein oder anderen Liquid Lipstick testen werde, denn so pupstrocken, wie die damals waren, sind die ja eigentlich nicht mehr. Ne? Vielleicht könnt ihr mir ja auch irgendwelche Marken empfehlen, wo ihr sagt, Mensch, Claudi, probier den mal aus, ne? Genau, das wäre ganz gut zu wissen. Und ich denke, den hier kann ich mir auch, wobei der ist ein bisschen zu dunkel für mich. Nee, das muss ein bisschen heller werden. Hier haben wir die Nummer 4. MAC Prep and Prime. Was bist du denn? Ein Lip irgendwas. Ach, ist das so ein Lippenvorbereitungsding? Also, dass du das quasi verwendest, bevor du dein Liquid Lipstick aufträgst. Also quasi ein Lippenbalsam? Okay, ja, sieht mir nach einem Lippenbalsam aus, schaut so aus und passt auf jeden Fall zum Vibe des Adventskalenders. Ich persönlich verwende ja auch immer, wenn ich mich schminke, so in, nach dem Step, wo ich meine ganzen cremigen Texturen aufgetragen habe, eine Lippenpflege, damit wenn ich dann später, nachdem ich meinen Augenlook geschminkt habe und so, meine Lippensachen drauf mache, alles auch sehr entspannter ist für meine Lippen. Am Tag vor Nikolaus haben wir etwas drin, wo ich persönlich sagen würde, würde ich mir im Leben nicht von MAC kaufen, weil das kannst du genauso gut sehr, sehr günstig in der Drogerie bekommen. Das ist nämlich so ein Lipgloss mit 15 Millilitern. Das ist einfach ein ganz normaler, klarer Lipgloss, ne? Ja, ist ein solides Produkt, denke ich mal, aber würde ich jetzt nicht von so hochpreisigen Marken mir unbedingt kaufen. Denn ich persönlich gebe lieber einfach ein paar Euro mehr aus, wenn ich auch besondere Produkte dann habe. Ne? Also das ist so meine Einstellung zu High-End-Ware. Brush Black habe ich hier. Brush Stroke and 24-Hour Liner. Genau. Auch das dürfte eine Originalgröße sein. Auch hier gibt es wundervolle Alternativen sicherlich in der Drogerie. Aber der hat eine Pinselspitze. Das ist schon wieder geil. Also das feiere ich tatsächlich sehr. Und mag ich auch einfach, ne? Also damit komme ich am besten zurecht. Genau. Und das gibt es auch gar nicht so super häufig. 0,67 Gramm sind hier drin. Ich glaube, den werde ich mal ausprobieren. War jetzt aber auch nicht so das Ultra-Nikolaus-Produkt. Aber das ist ja auch kein so ganz europäischer Adventskalender. Ich weiß nicht, ob MAC aus Großbritannien oder aus den USA kommt. Hier habe ich Color Excess Sterling Silver, ein Gel Pencil Eyeliner mit 0,35 Gramm. Ja, ein silberner Eyeliner passt in die Adventszeit. Da glitzert und glänzt ja auch alles ein bisschen mehr. Und ja, das ist schon ganz nice, ne? Also würde ich vielleicht als Inner Corner Highlight so verwenden. Das wäre so eher so mein Vibe. Ja, denn als Eyeliner mag ich nicht so gerne so helle.
vielleicht so als Kajal, ne, auf die Wasserlinie, da sieht es dann ganz fancy aus, aber da sind meine Augen mittlerweile nicht mehr so ganz dran gewöhnt. Und die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, und hier scheint ein weiteres mattes Lippenprodukt drin zu sein, in der Farbe All Fired Up, ein Retro Matte Lipstick oder Retro Matte Lipstick, genau, schaut so aus. Und die MAC Lippenstifte finde ich so toll, auch von der Haltbarkeit her. Die Matten sind mir aber meistens zu matt. Wow, okay, das ist so ein richtiges Fuchsia-Tönchen. Wunderschön, aber ich glaube, nicht jeder wird so hart feiern, ne? Also das ist auch sehr gewagt, weil du dadurch auch leicht sehr gelbe Zähne optisch bekommen kannst. Aber MAC-Lippenstifte sind traumhaft. Wow. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Handspiegel freuen. Das in einem 199-Euro-Adventskalender finde ich blöd. Da kann der auch noch so gestochen scharf und gut sein. Nee, ne? Nee. Das ist übel. Übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Wow, ja, ich weiß, das geht richtig ab hier. Mal schauen, ob es in der Nummer 10 besser weitergehen wird. Ich habe eine Lippenader gefunden, und zwar habe ich hier auch einen Retro Matte Lipstick in der Farbe 703 Runway Hit. Da bin ich mal gespannt, was hier so der Laufsteg-Hit sein wird. Also welche Farbe vor allem. Nee, das ist schön, das ist eine wirklich tolle Farbe. Sehr, sehr hübsches Nude-Tönchen, sehr tragbar. Und ich mag auch den Duft von MAC-Lippenstiften. Das ist immer so süß, ne? Also man sollte echt aufpassen, wenn die nicht mehr süß riechen, dann ist irgendwas verkehrt. Und wenn die nach irgendwelchen Knetgummi- oder Wachsmalstiften riechen, ganz schnell weg damit. Zur ersten Schnapszahl, zu Nummer 11, bekommen wir einen Monolidschatten in der Farbe Satin Taupe Frost Eyeshadow, und das dürfte auch eine Originalgröße sein, ne? Also die Monolidschatten von MAC sind immer sehr, sehr hochpreisig auch. Also das war ja damals so der Ultra-Hype, ne? Sich da auch irgendwelche Monolidschatten von MAC zu holen, und keine Ahnung, extrem schönes Taubtönchen. Kann ich mir auch echt gut in einem Augenlook vorstellen, und der ist auch Satin. Das heißt, der ist nicht schimmernd, aber der ist auch nicht matt. Das ist so ein Zwischending. Das heißt, du kannst ihn sowohl hier außen und in der Lidfalte verwenden, als auch, wenn du den wirklich schimmernd haben willst, mit dem Finger auftragen, ne? Dass du dir dann den übers komplette Lid gibst. Also eine wunderschöne Farbe, aber ich bin halt eher so der Lidschattenpaletten-Fan, was jetzt nicht schlimm ist. Ich habe ja gesehen, dass da auch Monolidschatten drin sind. Ich werde dann die Monolidschatten, die hier in dem Adventskalender mit drin sind, auch unter anderem mit anderen Sachen und so sammeln. Und dann kommt das in einen Monolidschatten-Adventskalender, der dann im November, denke ich mal, auch verlost wird. Genauso wie der Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Oha, zur Halbzeit Nummer 12 haben wir ein Art Thera Peachy Longwear Paint Pot. Also die MAC Paint Pots sind auch so ein iconic Product, ne? Also die hast du halt wirklich in diesen ganzen OG Make-up-Sammlungsgeschichten überall drin. Ich habe den in Painterly, glaube ich. Sind eigentlich auch eine wundervolle Lidschatten-Base, aber auch, boah, den kriegst du nicht auf, ne? Aber auch tolle Creme-Lidschatten, und das sind so die Mütter der Creme-Lidschatten. So schaut das einmal aus. Ist auch eine richtig coole Farbe, und darauf hält halt anderer Lidschatten richtig, richtig gut, ne? Also da bin ich auch hart am Überlegen, ob ich den nicht sogar behalte. Mal schauen. Ich gucke mir jetzt auf meinem Tisch mal die Produkte an, und also der Wert wird ja höher sein sollen wahrscheinlich, also der angegebene Wert. Aber ich müsste hier jetzt ja theoretisch 100 Euro stehen haben. Ich weiß, dass die Produkte sackenteuer sind, deswegen habe ich das auch sehr wahrscheinlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich halt einfach irgendwie nicht so an. Und jetzt machen wir mit der zweiten Halbzeit weiter, und da geht's los mit ein bisschen Pflege. Denn MAC hat auch, ich glaube, dieses oder letztes Jahr auch Pflege rausgebracht. Das ist der Hyper Real Skin Canvas Balm Moisturizing Cream, und das ist dieses kleine Pöttchen hier, und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Die sind so teuer, 15 Milliliter, und ich denke, die werde ich euch auch mal austesten, also dass ich da auch mal was zu sagen kann in meinem Aufgebraucht-Video, ne? Und ja, weil ich habe zu MAC-Pflege noch gar nicht so super viel gelesen und gesehen. Wahrscheinlich, weil die auch so sagt, teuer ist. Ich habe jetzt hier die Nummer 14, da habe ich auch wieder einen von den Lip Glass drin, in der Farbe 312 Love Child. Also das muss man, also wie soll ich das sagen, das ist auch eine Farbe, die man lieben muss. Ne? Nicht jeder mag ja dieses Aubergine, und dann hast du ja auch noch Goldschimmer mit drin. Ich persönlich finde die Farbe wunderschön und denke aber, dass sie mir persönlich nicht ganz so stehen wird. Ne, das wird mir wahrscheinlich zu dunkel auch wieder sein. Ich werde mir mal Swatches dazu angucken, ob das Ganze dann auf den Lippen halt auch so intensiv aussieht. Muss ich mal schauen, aber ich hätte eigentlich Bock drauf.
Ich werde auch immer gefragt, warum ich in diesen Videos halt nicht so super viel swatche. Nur ja, ich packe in dieser Zeit, dieser Saison halt so 150 Adventskalender ungefähr aus. Da kann ich nicht jedes Produkt ausprobieren, weil ich einen riesengroßen Großteil der Produkte auch weitergebe in Verlosungen oder wenn ich selber Adventskalender packe und so weiter, ne? Und dann ist es halt schade drum, wenn ich das Produkt schon aufmache und teste und dann quasi einer anderen Person die Chance nehme, das Produkt in einer unverpackten Art und Weise zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Nur weil ich halt vielleicht das ausprobieren wollte und vielleicht hat es mir dann nicht gefallen. Das ist schade. Am 15. Dezember erwartet uns in der Farbe Soar ein Lip Liner. Und die Lip Liner sind richtig schön von MAC. 1,45 Gramm habe ich hier drin. Das Einzige, was mich bei den Lip Linern halt wirklich stört, eigentlich ist es ja nicht schlimm, aber es stört mich halt schon irgendwie, ist, dass es halt anspitzbar ist und nicht herausdrehbar. Ich finde es irgendwie hygienischer, wenn die herausdrehbar sind. Aber irgendwie ist es hygienischer, wenn man die anspitzt, wenn man dann ja quasi die Oberfläche auch abnimmt. Aber das ist schon wieder Produktverschwendung. Schwierig, ne? Muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich stehe halt einfach mehr auf diese herausdrehbaren Dinger. Den kannst du auch super mit dem Runway-Hit-Gedönsen kombinieren. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und ansonsten ist es ja auch eine sehr gefällige Farbe. Also das ist auch so eine, ne? Universelle Farbe. Yay! Am 16. Dezember haben wir endlich einen Lippi von MAC drin, der nicht matt ist. Ich hoffe jetzt, dass die Farbe auch cool ist. Und zwar haben wir hier den Luster Glass Lipstick in der Farbe Sea Sheer. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist nämlich auch nochmal eine ganz andere Variante. Es gibt ja die normalen MAC Lippis, dann gibt es ja diese matten Lippis und dann gibt es noch diese hier, die sind glaube ich relativ neu. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Die Farbe ist wunderschön. Die passt auch mit dem Lip Liner zusammen. Aber ich glaube, den Soar habe ich schon irgendwo. Und den swatche ich jetzt auch einfach mal. Denn, oh ja, das ist mein Vibe, Leute. Das ist mein Vibe. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, erwartet uns hier so eine Geschichte, die ich persönlich noch nie gesehen habe. Mal schauen, was wir hier haben. Spice World Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick. Oh, auch sehr, sehr hübsch. Also so ein länglicher Lippenstift ist das hier. So ein bräunliches Tönchen. Steht mir meistens leider nicht ganz so gut. Also es sieht so ein bisschen dann aus, als hätte man Schokolade gegessen, was ich wunderschön finde. Es ist wirklich sehr, sehr lippenlastig, oder? Wenn ich das jetzt mir so angucke. 1, 2. Das ist schon das 9. Lippenprodukt in Kläppchen Nummer 17. Mal gucken, also wie es so weitergeht. Ich meine, MAC steht für Lippenprodukte, aber das ist jetzt schon sehr, sehr viel. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich einen weiteren Monolidschatten in der Farbe Brünn. Satin Eyeshadow ist das auch wieder dieser hier. Also ein super, super dunkles Braun. Super, super dunkel. Aber ich glaube, dass man den auch schön in Kombination mit dem Taupe verwenden kann. Schön wäre aber halt tatsächlich, wenn wir hier noch ein etwas helleres Tönchen noch dazu bekämen. Mal gucken, was hier noch so drin steckt. Am 19. Dezember erhalten wir ein weiteres Pflegeprodukt. Hyper Real Serum. Serumizer. Skin Balancing Hydration Serum. Und hier haben wir 4 ml drin. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Aber wie gesagt, diese Skincare-Linie von MAC ist sehr, sehr teuer. Und so kann ich auf jeden Fall schon mal die Creme in Kombination mit dem Serum ausprobieren und euch dann halt irgendwie mal demnächst Ende des Jahres vielleicht oder so ein kleines Fazit dazu geben, was ich so davon halte. Denn ich finde, wenn man so hochpreisige Pflege auf den Markt wirft, dann sollte man auch zusehen, dass die Produkte was drauf haben. Und da bin ich einfach mal gespannt. Die Verpackung sieht jetzt nicht so extrem kabäm aus, muss ich gestehen. Aber das sind ja auch nur die Probegrößen und nicht die Originalgrößen. Oh, jetzt wird's aber schwer. Am 20. Dezember haben wir nämlich nochmal einen von diesen Luster Glass Lipsticks drin in der Farbe Syrup. Oh je, Mine, oh je, Mine. Jetzt habe ich den einen schon geswatcht. Genau das meine ich. Wobei der... Den swatche ich jetzt auch. Ist eher so in die Move-Richtung. Die behalte ich einfach beide, weil ich das... Also ich mag die Textur, ehrlich gesagt, gerade sehr, sehr gerne. Und da sehen wir auch, ne? Das eine geht halt mehr so in die rötliche Richtung, das andere mehr in die, ja, lila-bläuliche Richtung, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Das heißt, bei dem, den ich jetzt auch hier habe, Syrup, wird dann wahrscheinlich auch mehr so das Strahlen der Zähne rauskommen. Aber ich finde diese neuen Texturen, oder vielleicht gab es die ja schon länger, ne? Finde ich sehr, sehr ansprechend. Für mich sind die Texturen neu, die kannte ich so noch nicht. Okay, am 21. Dezember haben wir noch einen Lip Liner drin und hier ist es in der Farbe Whirl. Ich glaube, in der Farbe Whirl habe ich tatsächlich sogar einen Lippenstift. Auch hier wieder die 1,45 Gramm drin enthalten. Und das ist auch... ein Tönchen, was sehr gefällig aussieht. Das geht, glaube ich, auch eher in... Also tatsächlich passt das hier dann auch eher zu dem, den ich euch gerade geswatcht habe, ne? Richtig cool.
So, was haben wir hier am 22. Dezember drin? Und zwar ein Color Excess Ritzed and Blitzed. Ein Gel Pencil Eyeliner. Ja, der ist dann mehr so in die, wenn ich das hier so richtig sehe, in die Bronze-Richtung, würde ich mal so sagen. Oh, der sieht auch sehr, sehr schön aus. Vielleicht auch Mono so auf dem Auge ganz schön. Ein Tag vor Heiligabend bekommen wir hier nochmal eine etwas andere Textur von den MAC Lippies. Und zwar ist das in der Farbe Teddy 2.0, der Powder Kiss Lipstick. Ich weiß nicht, ob ich den habe. Ich habe auf jeden Fall den Velvet Teddy, den ganz klassischen da, ne? Und das ist auch ein sehr matter, wenn man sich das mal anguckt, ne? Also sehr, sehr pudrig auf den Lippen. Aber eine wunderschöne Farbe, mag ich extrem gerne leiden. Aber ist halt leider nicht meine Textur. Trommelwirbel für den 24. Dezember. An Heiligabend bekommen wir einen Monolidschatten. Und zwar in My Tweedy Powder Kiss Soft Matte Eyeshadow. Das ist dieser hier. Also ein Monolidschatten in der 24. Yay. Mache ich jetzt nicht so die Ultra-Luftsprünge. Und das ist ein sehr schöner Dunkel-Aprikot-Ton, würde ich mal dazu sagen. Den kannst du natürlich super mit in Kombi mit den anderen beiden verwenden. Aber wie gesagt, hier hätte ich mir als weiteren Ton noch irgendwie so einen hellen Schimmerton gewünscht. Wobei, den hat auch irgendwie jeder zu Hause, muss man auch ehrlich sagen. Und da kannst du natürlich auch alternativ diesen Gel-Liner verwenden für den Inner Corner oder den hier, um da einfach noch ein bisschen Schimmer reinzubringen. Na gut. Ja, ich habe den Adventskalender jetzt mal ausgepackt und wir haben hier meiner Meinung nach einfach viel zu viele Lippenprodukte drin, bin ich ehrlich. Auch wenn jede Textur jetzt nicht irgendwie dreimal vertreten ist, das ist ja immer so mein Kriterium, was ich halt auch immer nenne, haben wir hier extrem viele Lippensachen drin und ich finde, dass es sich einfach nicht so anfühlt, als hätte man hier 200 Euro Wert auf dem Tisch, geschweige denn das, was der Adventskalender-Inhalt aufgrund der Preise der Produkte wert ist. Positiv finde ich definitiv und ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet, dass wir hier abgesehen von den beiden Pflegeprodukten ausschließlich Full Sizes drin haben. Diesen Spiegel können sie sich wirklich in ihren Allerwertesten schieben. Der macht mich wirklich wütend. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr gut gefüllter Adventskalender, wenn man halt weiß, dass es hier hauptsächlich um Augen- und Lippenprodukte geht. Okay. Andererseits wäre hier so ein transparentes Puder oder ein transparentes Augenbrauengel schön drin gewesen, dass man halt irgendwie, oder ein Primer oder so, ne, dass man sowas halt irgendwie mit dabei hat. Weil so ist es halt echt, also eintönig, muss ich gestehen. Wie seht ihr das denn? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Ich denke, wenn man sich auch so einen teuren Adventskalender kauft, schaut man halt auch natürlich vorab, was drin ist. Aber ich mache ja auch diese Videos, um hier die Aufklärung zu betreiben, dass ihr seht, was drin ist und dass man sich einfach ein Bild davon machen kann. Auch vielleicht, wie groß die Produkte sind und so weiter und was für ein Preis-Leistungs-Verhältnis wir so haben. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen hiermit so helfen konnte und entweder eine Empfehlung für ihn aussprechen konnte oder eine Empfehlung. Ich persönlich würde diesen Adventskalender ganz ehrlich einfach nicht empfehlen. 199 Euro kannst du viel besser in andere Sachen investieren und du kannst dir halt auch gezielt die Produkte kaufen, auf die du Bock hast. Also ich weiß nicht, für 199 Euro kommst du auch beim MAC ganz schön weit, ne? Naja, das wäre es ja schon von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.